So, da bin ich wieder auch. Happy Friday! Schönen Freitag. Ja, obwohl ich bis heute nie ganz verstanden habe, warum der Freitag Freitag heißt, wenn man keinen frei hat. Naja, gut. Ist so, ne? Was willst du machen? Auf jeden Fall haben wir den Freitag hinter uns gebracht. Wir haben das Wochenende direkt sowas von vor der Nase, ja, dass es schon immer feierlich ist. So, gucken wir mal. Also hier wird gebastelt, gebaut, gehämmert, gescheppert, gemacht, getan. Läuft. Jetzt bin ich am überlegen, dadurch, dass wir so immens viel Steine brauchen für meine kleine, beschauliche Klosteranlage, würde ich sagen, wir setzen uns hier nochmal zwei rein. Na? Das müsste jetzt funktioniert haben. Ja, sind drin, okay. Dann geht da auch mal ein bisschen was vorwärts und wir erhöhen hier nochmal die Schlagzahl, was die Steinmetze angeht. Hilft ja nichts. Ich kann gerne für die Leute, die jetzt die gestrige Folge nicht gesehen haben, nochmal zeigen, was wir brauchen. Ist nicht viel. Ist absolut überschaubar. So, setzen wir uns gleich mal hier so nah dran. Zack. Zack. Einmal bauen bitte. Wunderprächtig. So. Machen wir uns mal einen kleinen Inventurüberblick. Ja. Ich glaube, ich muss dieses Feld hier jetzt nicht kommentieren, oder? Ich find's immer noch sehr, sehr heftig. Aber ja. Ja. Was soll ich sagen? Läuft. So, kann ich eigentlich noch hier so zwei reinknallen? Ja, konnte ich. Das ist schön, weil ich würde nämlich ganz gerne den Honig nochmal einen Tacken steigern. Honig. Imker? Nee, auch nicht. Bienen? Auch nicht? Achso, geht er. Sagt halt was, Mensch. Es ist Wochenende, woher soll ich denn das jetzt wieder wissen? Also, lass mal gucken. Zack. Und Bienenzucht, genau. Bauen wir uns nämlich noch hier so eine hin. So, der passt nämlich noch genau hier so ran. So, dass es nicht ganz so blöd ausschaut. Weil da hinten... So, nee. Dann lassen wir es lieber hier so anschließen. Ja. Einmal bauen, bitte. Weil dann können wir nämlich den Honig auch ein bisschen so in den Export reinstecken. Das läuft. Ja. Ja. Können wir hier noch bauen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nicht gerade am Bauen sind, ne? Lass mal gucken. Weinberg, Winzerei. Ja, dann brauchen wir aber die Fässer und Co. Das fangen wir ja erstmal ein bisschen später an. Ich konzentriere mich mal jetzt hier so auf den Honig. Okay, apropos konzentrieren. Wir haben ja hier auch noch eine Baustelle, ne? Genau. Jawohl. So, das passt hier. Dann können wir das noch ein bisschen schick machen. Reiße ich den Brunnen ab? Aber wo setze ich dann den Brunnen hin? Ah, der war ja auch kompliziert. Ich habe doch keinen Platz. Obwohl, ich könnte... Bru! Wo ist mein Bru? Da ist er. Den könnten wir uns eigentlich hier so hinsetzen, ne? Relativ zentral. So. Zack. Au. Dann können wir den dann nämlich abreißen. Okay. Das haben wir. Dann wollen wir natürlich hier noch ein bisschen so... Ja, Deko, ne? Deko. Was passt denn am besten? Grün ist die Hoffnung. Machen wir das mal. Machen wir den hinten hin. So. Das können wir dann hier vorne sehen, ne? Aber das schaut doch schöner aus. So. Das Ganze auch nochmal hier dran. So. Das schaut doch gut aus.
So. Das passt. Passt der? Nee, der sitzt nur rum. Nee. Nee, schau nicht gut aus. Okay, dann hätten wir das. Und dann, wo die Leute sitzen. Das war ja auch hier irgendwo da. Hier. Oh. Ja, ja. Ist jetzt ein bisschen voll, ne? Das wäre dann so, oder? So richtig? Nee, andersrum. Doch, so. Puh. Warum muss denn das so wuchtig sein? Ja, das ist ja... Eine Nummer kleiner. Eine Nummer kleiner wär schön. Da muss dann noch eine Treppe hin. Aber das, wenn ich wusste, hätte das Ding da anders hingesetzt. Ah, es ist viel zu groß und schaut komisch aus. Das schaut komisch aus. Leistungsbereich. Wir probieren es mal ohne. Ach, ist schon fertig. Okay. Nee, fehlt ja was. Da fehlt ja noch was. Aber wir können hier schon jemanden einstellen. Das können wir auf jeden Fall machen. Gibt es hier jemanden, der prädestiniert ist? Hier, Colvin. Colvin wird's. Ja. Colvin wird's. Da ist er doch. Da ist er doch, der Colvin. Darsteller. Okay. Da ist er ja schon. Guck hin. Bist du der Colvin? Ja. Ja. Ist er? Mhm. Bin ich mal gespannt. Ich hätte schon ganz gern das Ding hier so. Hätte ich schon ganz gern, ne? Das ist. Wär nice. Kommt keiner, ne? Da kommt keiner. Ach, das, wenn ich wusste, hätte ich jetzt echt gedreht. Im Nachhinein kann ich es aber nicht mehr drehen. Schade. Kann man nicht drehen. 50. Boah, 50 Gold in der Woche. Wollt ihr mich arm machen? Ah. Naja, gut. It is wie dies, ne? Kommt da jetzt einer hin und schaut zu? So, ne, ne? Irgendwie nicht, ne? Colvin braucht auf jeden Fall ein Zuhause. Und zwar relativ nah. Jetzt will ich mal gucken. Haben wir hier noch einen Platz? Ja, der kann direkt hier einziehen. Der kann da direkt in die Butze einziehen. Ist immer noch nicht grün, ne? Nee. Immer noch nicht grün, aber wir können ein bisschen Deko verteilen. Jetzt macht mal einen Brunnen, der wird langsam. Komm, wir machen mal hier zu. So, so. Und dann machen wir hier so. Und so. Und so. Genau. Können wir hier ein bisschen Deko machen, ne? Die müssen ja nachts was sehen, ne? Dann müssen wir mal gucken. Gab es hier nicht mal Lampen jede Menge? Ja. Gab es. Was machen wir denn da am dümmsten? Jetzt ist grün. Schön. Guck mal hier. Können wir doch hier eigentlich so ein bisschen Laterne hinsetzen. Ja. So. Und einmal hier so hin. Dass die Sinn. Dass die Bühne ein bisschen beleuchtet ist. Ja. Und hier auch noch. So. Ja. Okay, dann müssen wir ein paar Lampen dranhängen, ne? Platzierte Laterne. Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6. Was? Schön. Sehr schön. Brunnen ist gebaut, das ist auch gut. Ja, dann lassen wir das erstmal hier bauen. So. Ja.
Dann können wir... Warum steht denn er sich hier mit drauf? Also manche. So, Gebäude abreißen. Zack, löschen. Okay, dann müssen wir die aber auch löschen. Jetzt wollen wir mal anders hin dann. So, das passt. Vielleicht doch das Riesending dahin bauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist schon echt heftig. Wir probieren es mal aus. Wir setzen uns das mal hier so hin. So. Geht halt jetzt gerade nicht anders. So. So davor. Bin ich richtig rum? Ja. Das schaut schon scheps aus. Das schaut schon echt scheps aus. Na gut, ne? Was willst du machen? Okay, dann kann man wahrscheinlich die Dinger da... Nee, die kann man nicht. Okay. Dann halt nicht. Aber... Genau. Einmal. Dann hier vorne noch so hin. Ja, ich weiß, das hätte man alles viel schöner machen können, aber... Es ist nun mal ein Platzproblem, ne? So, dann brauchen wir noch ein Treppchen. Dass da jemand draufkommt. Das... Passt doch. Oder machen wir es andersrum. So. So ist gut. So ist gut. Das ist okay. Bauen bitte. Das schaut ja doof aus. Das schaut ja doof aus. So, dann haben wir hier noch. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch einen Quatsch? Das, das, Blümchen, ne, aber da haben wir nichts. Habe ich jetzt irgendwas zum Bauen gemacht? Das schauen wir uns dann später mal an. Ich bin noch nicht so wirklich glücklich mit dem Platz. So, Brunnen funktioniert, okay. Genau, hier hat man ja noch was. Ui. Das dauert jetzt aber noch, ne? Warten auf einen Baumeister. Okay, fehlt da noch Holz. Das wird aller Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen dauern. Na gut. Ach so, hier steht da einer rum. Was will er denn haben? 5 Brot. Ja, helfen wir wieder dem Volk. So, geliefert, Beförderung verfügbar, okay. So, jetzt könnten wir mal ein bisschen an den Bürgern rumschrauben. Auswahl hätten wir jetzt schon mal genug. Oh, ne? Komm, machen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5. So, reicht für heute. Macht mich arm genug. Okay, Honig. Wie schaut es denn da jetzt eigentlich aus? 57. Das ist schön. 57. Wenn ich jetzt hergehe... Wer wollte denn überhaupt? Hier. Da. Für 20 Talerchen. Okay. Jetzt müsste ich bloß noch wissen, wo habe ich den Honig eingelagert. Habe ich den überhaupt? Nein. Nein. Habe ich nicht. Warte mal, hier haben wir 2 Hütten. Nein. Da sind die Kräuter drin, okay. Ach hier. Ich habe ja Platz frei. Das passt ja. Dann machen wir hier mal den Honig rein.
Für den Handel. Ist okay. So. Und dann Honig. Honey 63, okay. Dann würde ich sagen, alles oberhalb der Stückzahl verkaufen, ja. Und wir verkaufen immer ab, würde ich sagen, 30. Ne? Das können wir, glaube ich, machen. Schauen wir mal, was passiert. Okay, eingestellt. Super. Läuft. Wird hier eigentlich gebaut? Ja. Wollen wir ab und zu mal kontrollieren, ne? Ob hier auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Ach, schön. Guck, ein Bruder ohne Job. Brother. Müssen wir eh wieder umbenennen, ne? Tja, Bruder. So, bestätigen und speichern. Dann müssen wir jetzt aber noch einen Bruder ohne Bruder haben, ne? Das ging jetzt hier aber schnell, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wird doch. Es wird doch. So, Brüder. Wo sind meine Brüder drin? Wo ist mein Bruder? Wo ist mein Bruder ohne Bruder? Da kann ich, da muss ich warten, bis einer rauskommt, der keinen Namen hat, ne? Und keine Mütze auf. Schauen wir mal. Kick Mama. Ist irgendwie schäbig, dieses Holztor. So im Rest zur Mauer. Komm jetzt raus. Eine Ewigkeit. Du bist? Ja, da ist er doch. Da ist er doch. So, Zack. Bruder. Bestätigen und speichern. Das ist super. Das passt schon mal. Dann will ich aber überlegen, ob man nicht, So, ja, nochmal zwei, okay. Okay. Wo bauen wir das denn jetzt bitte schön hin? Ich meine, es ist nicht gerade klein. Lass mal gucken. So ein bisschen mehr Kräuter machen können. Warum haben die denn... Nur Nummer kleiner ging es nicht, ne? Braucht aber nur 5 Steine, komischerweise. Es ist doch... Okay, wie könnte man das jetzt hier noch so ranklatschen, dass es auch noch gut ausschaut? Machen wir es so rum. So. So geht's nicht, okay. Vielleicht ist ein bisschen abseits stellen vielleicht. Das wäre doch eine Idee. Wenn wir es so machen. So hier hinten in die Ecke rein. Glaube ich ganz nett, oder? So. Gut. Dann können wir da nämlich noch 2 Brüder suchen, die die Kräuter zuppeln. Und dann haben wir hier doch echt eine schöne Klosteranlage. Schön. Produktion am Start, das ist doch gut. Das ist schön. So. Wie weit sind wir jetzt hier hin? Kann man eigentlich sogar lassen. Ups. Kann man echt. Kann man eigentlich lassen. Das setzt nur keiner drauf, ne? Bist du fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Okay. Aber ich finde, es kann man lassen. Schaut jetzt gar nicht mal so doof aus. Was mir nicht gefällt, ist die Tür jetzt hier. Das gefällt mir gar nicht. Aber jetzt muss ich erstmal rauskriegen, wo ist da bitte schön die Tür. Das könnte etwas knifflig werden. So. Wenn ich Glück habe. Ne, habe ich natürlich nicht. Du bist es auch nicht. Du bist es. Dann machen wir die nämlich da weg. So. Das ist nicht ganz so doof.
Und wir setzen die Tür da nirgends hin. Na, die sieht man nicht. Die sieht man nicht. Okay. Dauert noch. Dauert noch, fehlen noch Bretter. Auch gut. Hat sich hier häusertechnisch schon was verändert? Ne. Wir haben ja jetzt mehr Bürger. Deswegen sollte ich vielleicht mal gucken, ob die auch wirklich alle ein schönes Zuhause haben. Ne? Schauen wir mal. Ja, ja, die zwei brauchen noch einen Job. Okay. Kein Zugriff auf Luxus. Wer? Wer hat hier keinen Zugriff auf Luxus? Wer bist du? Frau Sonnenschein. Das war ja wieder so klar. Ne? Wieso hast jetzt du keinen Zugriff auf Luxus? Luxus. Musst du dir ein bisschen Honig kaufen? Frau Sonnenschein. Und mir mal einen Kaffee machen. Ne? Das wäre auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir doch hier. So, jetzt hat sie sich hier zwei gekauft, okay. Jetzt bist du hier, komm. Honig, hier. Das ist doch Honig. Oh, Sonnenschein. Das ist doch Honig. Menno. Kann nicht wahr sein. Nee. Ich wollte aber hier was gucken. Leibeigene, wo sind meine Bürger? Da. Da sind meine Bürger und die scheinen aber alle irgendwie happy zu sein. Ja. Gut. Wenn die happy sind, ist natürlich schön. Dann ist natürlich schön. Mensch, mein Gott, ey, Frau Sonnenschein. Hier, komm mal raus. Komm mal raus. Hopp, komm mal raus. Und ich schwöre dir, wenn es irgendwann mal ein Mod gibt, wo Kaffeeplantage da ist, ne? Da weißt du, wo du arbeiten wirst. Okay. Aha. Naja. So, hier wird noch gebaut. Okay. Ich hab's kapiert. Schaut's hier hinten aus. Spiel ruckelt nicht so. Hier geht noch gar nichts vorwärts, okay. Jetzt sind wir mit dem Kloster bald fertig und dann brauche ich es eigentlich sowieso nicht, ne? Da. Naja, was heißt bald fertig? Naja. Also. Ist okay. Ist okay. Warte mal, ich setze mal hier eine Prio drauf. So. Dass sich mal hier einer drum kümmert. Okay. Bist du fertig? Ja, passt. Jetzt. Jetzt ist fertig. Schön. Hat aber noch nichts verkauft, der Junge. Ne? Also, da müssen wir mal gucken. Kein Zugriff auf Luxus. Es kann nur eine sein. Nee. Wer bist jetzt du? Die Kira. Ja, verschwört euch halt gegen mich. Glaubst es denn? Also wirklich wahr. Wartet mal. Wisst ihr was? Dann machen wir das doch ganz einfach. Die Frau Sonnenschein arbeitet da. Dann wäre doch eigentlich ganz clever, wenn wir hier so ans Eck vielleicht mal gucken. Markt. Ja. So, Kräuter. Hatten wir einen Kräuterwagen? Kräuterwagen wäre cool. Flügel, Lebensmittelwagen mit Brot. Nee. Tisch, Tabelle, Waren,
Tisch. Luxusgüterstand, Wagen mit Honig. Wir könnten hier einen Honig hinsetzen. Oder aber ich setze hier Kräutertisch hin. So, muss denn das jetzt wieder so groß sein? Warum muss das jetzt wieder so groß sein? Können wir den so hinbauen? Wenn die ganz so im Weg steht. Komm, das probieren wir jetzt mal aus. Dann bauen. Das könnte dann vielleicht klappen. Schauen wir mal. Machen wir hier ein bisschen schneller. So langsam wird unser Dorf ganz schön voll, und zwar so voll, dass mein Spiel anfängt langsam ab und zu mal zu ruckeln. Ach, guck hin. Jetzt. Ihr wollt mich doch alle veräppeln, oder? Kann das sein? Ja, unfassbar. Naja, also ab und zu tut das Spiel so, als wenn es sich irgendwie verschluckt. Sehr seltsam. Kein Zugriff auf Luxus. Wer bist jetzt du? Ja, du musst ein bisschen laufen, ne? Mach so wie die Kira. Die hat sie auch zu helfen gewusst. Ihr kommt doch überall im Luxus vorbei. Was wollt ihr denn? Frau Sonnenschein, sie machen mir echt Sorgen. Mein Sorgenkind. Lagerplatz voll, okay. Kira ist versorgt, okay. Dann würde ich sagen, switchen wir mal wieder hin. Okay, hier wird gebaut. Fertig? Jawohl. Dann würde ich sagen, leerer Platz. Kräuter. Und zack, einen, der das Ganze macht. Ne? Dann passt das. Schaut doch gut aus. Das schaut gut aus. Okay, dann kann ich ja wieder runter. So. Das ist doch okay. Wie schaut das aus, wenn ich da so ein Ding drauf setze? Wie schaut das aus? Irgendwas Kleines, Schmales? Ich weiß nicht. Ja, komm. Ja, komm. Wird schon irgendwie passen. So. Dann müsst ihr ja jetzt hier... Ach, guck hin. Ne? Guck hin. Haltet mich nur auf Trab. Ich weiß es. So, hier brauchen wir einen. So. Das läuft dann auch. Das ist gut. So. Ganz schöne Prozession hier. Kann es sein, dass die Kirche da oben ganz toll finden? Irgendwie schon, ne? Ja, guck hin. Besucherzahl. Hä, das ist nur gerade wirklich reingegangen. Spiel. Hä, das ist nur gerade wirklich reingegangen. Ah, jetzt. Okay. Na gut, muss man nicht verstehen. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Wir schauen mal weiter. Okay, das Ding ist jetzt hier auch fertig. Da steht jeder drauf. Nur nicht, ne? Der soll, da ist er. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier, komm, verdien mal ein bisschen Geld. Bau hier nicht so einen Schnickschnack hin, ne? Aber hier setzt sich leider keiner hin, weil die können ja auch nicht sitzen, die können ja nur stehen. Eigentlich hätten wir uns das Ding hier komplett sparen können. Hätten wir uns eigentlich wirklich komplett Dutti sparen können. Was wollen die alle da oben? Glaub's ja nicht. Müssen wir mal gucken. Das entscheide ich dann am Wochenende. Ob wir das da wegmachen. Da müssen wir echt mal gucken. Aber euch sonst geht's allen gut hier, ne? Ja. Schaut fast so aus.
Wie ist denn die Stimmung? 96% bei 186 Bevölkerung. Wir haben 15 Bürger. Kommen der Kirche also langsam näher. Kassel schaut auch gut aus. Alles easy. Easy going. Easy going in St. Gleisia. So mache ich das. So. Verdienst du irgendwas? Nein. Ob du was verdienst? Ja, gut. Sie ist anscheinend nicht so der Burner, ne? Und er so? Ja. Er verkauft zumindest. Das ist gut. Das passt schon mal. Okay, Kinders. Dann würde ich sagen, habt noch einen sehr, sehr entspannten Restfreitag. Ich freue mich auf euch. Morgen ist Samstag. Dann geht es wieder eine Stunde Foundation. Auch am Sonntag. Und ich weiß noch nicht ganz, ob ich es schaffe. Ich möchte auch noch nichts versprechen oder ankündigen oder sonst irgendwas, obwohl ich das jetzt hier gerade mache. Aber ich wollte mal Sims 4 ausprobieren. Na, und da muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ob das rein nur am Wochenende kommt, muss ich mal gucken, wie ich zeitlich das gebacken bekomme. Aber das würde ich ganz gerne mal machen. Na, mit euch mal ein bisschen so die Story meines Lebens in Sims 4. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis morgen und tschüss.